okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Lara! Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Was zum Teufel ist unten los? Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Mathias schickt uns zu den Uni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Was zum Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Ah. Jetzt los! Halt! Warte! Hab ihn fast! Du. Halt! Warte! Warte! Lara, der Weg müsste frei sein! Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Ja, sie... Lara, pass auf! Ah! Ich brech dir das Genick! Ergib dich! Nein! Sie sind gestürzt. Ob sie tot ist? Nein! Ich stehe sie auf! Lara, es sind zu viele! Verschwinde von dort! Lara, es sind zu viele! Verschwinde von dort! Okay, ich gehe jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komme zurück. Versprochen.
prüfen lassen. Steigen wir runter. Wahnsinn beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikus Gang. Ich grüße Sie. Hallo.
Eiskalt. Es gibt viel zu tun und wir sind nicht mehr viele. Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen. Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht, genug zu sammeln. Wenn Sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Ja, natürlich. Ich warte hier. Und vielen Dank.
Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Wo ist der hin? Suchen wir weiter. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Hier passiert einfach so viel. Ich würde es gern mal sehen, wenn wir frei haben. Gefällt Ihnen was davon? Ich sehe mich nur um. Sie sind aus England. Sie brauchen ein Souvenir. Tut mir leid, Juan. Sie hat schon zu viele Souvenirs. Okay, Jonah. Woher kennst du hier jeden in der Stadt? Ich rede mit allen. Probier's mal. Verdammt, was für eine Schönheit. So eins hatte ich auch mal. Ich bin ständig damit gefahren. Und dann? Ging's nach Yamatai. Hm. Ich mag keine Menschenmengen. Sind ihr Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Du hast Eindruck auf die... Jonah, er ist am Tor. Ich sehe. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Jonah,
Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte! Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Schon. Mach endlich.
Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel? Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ich muss da runter. Okay, das müsste gehen. Alles klar.